Wer Daten hat, hat Macht. Das hat Trump, als er 2016 überraschend Präsident wurde, bewiesen. We will make America great again. So great war es da nicht. 2018 kam ans Licht, dass das ehemalige Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytics für Trumps Wähleranalysen auf Daten von Facebook zurückgegriffen hat. Daten von 50 Millionen US-Bürgern wurden von CA mal einfach so zur Persönlichkeitsanalyse verwendet. Twitter soll sogar Daten an Cambridge Analytica verkauft haben. Was ich damit sagen will, warum machen große Konzerne Geld mit unseren Daten? Warum machen wir nicht Geld mit unseren Daten? Wir akzeptieren Cookies, weil wir keine Lust haben, jedes Mal Einstellungen abzuändern. Google beschallt uns mit vorgefilterten News und kaum haben wir nach irgendwas gegoogelt, springt uns genau die gleiche Werbung an. Weil wir Daten abgeben, zensieren wir unser Internet und damit unsere Meinung. Wenn ich am Tag 10-mal lese, dass es keine Erderwärmung gibt, glaube ich es eines Tages. Wie viel Fake News gibt's im Internet? 2020 sollen laut einer Umfrage fast 40% der amerikanischen Nutzer unwissentlich Fake News weiterverbreitet haben. Die Schäden durch Fake News betragen weltweit jedes Jahr knapp 80 Milliarden US-Dollar. Wird Zeit, dass wir das Problem unserer zentralisierten Datenwelt lösen. Einige Kryptoprojekte haben sich der Herausforderung angenommen. So auch das Ocean-Protokoll. Wie Ocean die Datenwelt umkrempeln will, darum geht's jetzt. Also bitte Miss Crypto-Cookies akzeptieren, liken nicht vergessen und los geht's. Kurze Frage, warum Ocean-Protokoll? Wir bezeichnen die riesige Menge an Daten da draußen als Ozean und glauben, dass die meisten Daten zu wenig geteilt und unterbewertet werden. Deshalb haben wir ein Fundament aus Open Source Smart Contracts geschrieben, um diese Daten on-chain zu teilen und zu monetarisieren. Daher ein Protokoll. Das Ocean-Protokoll möchte den Datenaustausch und damit verbundene Datendienste demokratisieren. Im Gegensatz zu zentralisierten Anbietern wie Facebook, Google und Co. bringt Ocean Datenanbieter und Datensammler über einen dezentralen Marktplatz zusammen. Die Herausgeber von Daten können ihre Daten freiwillig gegen Geld mit den Sammlern teilen, ohne ihr Dateneigentum abzugeben. Die Daten werden zu digitalen Vermögenswerten, Krypto-Wallets werden zu Daten-Wallets, eine dezentrale Krypto-Börse zum Datenmarktplatz. Und anstatt einem isolierten Datenunternehmen gibt es Datenkooperationen vieler unabhängiger Teilnehmer. Die Ocean DAO. Ist die Ocean DAO allein für Ocean verantwortlich? Nein, nicht ganz. Wer steckt dann alles hinter Ocean? Ocean wurde bereits 2017 ins Leben gerufen. Hinter der Gründung von Ocean steckt Bruce Pond, der für Unternehmen wie Daimler oder Accenture tätig war. Und der KI-Forscher Trent McConnephy. Zuvor gründeten die beiden das Blockchain-Datenbankunternehmen BigchainDB, auf deren Konzepte große Konzerne wie Toyota oder der Energieversorger Innogy setzten. Als Ocean anlief, wurde BigchainDB von der Ocean Foundation beauftragt, sich um den Aufbau des Kernprotokolls und das Marketing zu kümmern. Die Ocean Foundation mit Sitz in Singapur soll in mehreren öffentlichen wie privaten Tokenverkäufen über 26 Millionen US-Dollar eingesammelt haben, um das Projekt zu finanzieren. Dann erzähl mir doch mal was zum Projekt. Du hast erzählt, es gibt einen dezentralen Ocean-Marktplatz. Welche Daten gehandelt? Auf dem Ocean-Marktplatz werden unter anderem Daten für DeFi-Anwendungen gehandelt. Hier siehst du zum Beispiel ein Angebot von aggregierten Daten zum Handelspaar Ocean USDT. Daneben fokussiert sich Ocean auf schwer zugängliche Datensätze, vor allem für Datenwissenschaftler. Die brauchen Daten, um ihre Modelle mit künstlicher Intelligenz zu trainieren. Wie kann ich mir den Datenhandel über einen dezentralen Markt vorstellen? Um Daten als digitale Vermögenswerte über eine Blockchain zu handeln, verwendet Ocean sogenannte Daten-NFTs und Daten-Tokens. Dazu eine Geschichte. Alice ist Vogelforscherin und möchte ihre Vogelbilder für KI-Modelle weltweit zur Verfügung stellen. Die Vogelbilder enthalten wertvolle Informationen zu zahlreichen Vogelarten. Dazu tokenisiert sie ihren Datensatz. Ihre Vogelbilder zu Daten-NFTs quasi und bietet sie auf dem Marktplatz an. Die NFTs entsprechen einzigartigen ERC-721-Tokens und weisen Alice die Urheberrechte zu. Bob ist Chef des fiktiven Unternehmens Vogel AI. Er findet die Vogelbilder auf dem Ocean-Markt und will eine Lizenz dafür erwerben. Dazu kauft jetzt Bob Daten-Tokens, das sind die ERC-20-Tokens. Es entstehen zusammensetzbare Tokens, also ein Daten-NFT plus ein Daten-Token, eine Art tokenisierte Sublizenz. Und mit dieser Sublizenz kann Bob auf die Vogelbilder zugreifen.
Wie kann Alice ihre Privatsphäre schützen? Alice könnte für den Datenhandel das Feature Compute to Data nutzen. Dazu würde Alice einem KI-Algorithmus erlauben, auf ihre Daten zuzugreifen. Die KI bereitet die Datensätze mit den Vogelbildern unter Wahrung von Alice Privatsphäre auf. Dann rechnet die KI einen Preis für die Daten aus und stellt die Metadaten anderen Forschern oder Unternehmen als Download zur Verfügung. Die Referenzen auf die tatsächlichen Daten bleiben während der Veröffentlichung verschlüsselt. Welchen Vorteil hat dieser dezentrale Datenhandel? So cool. Oh, ich liebe Krypto. Oh, das ist eine Win-Win-Situation. Der Datensammler, in dem Fall der Bob, und sein Unternehmen Vogel AI sparen sich ihre eigenen Arbeitsressourcen, um wertvolle Daten zu sammeln. Bob kann seine KI-Modelle mit den Vogelbildern trainieren. Die KI lernt A viel schneller und B viel zuverlässiger, als wenn sie nur die Daten aus einer isolierten, zentralisierten Quelle erhält. Alice auf der anderen Seite hat vollste Kontrolle über ihre Daten und erhält passives Einkommen, zum Beispiel in Form von Ocean Tokens, wenn ihre Daten gekauft werden. Angenommen, die Vogeldaten sollen nicht jedem zugänglich sein. Kann Alice den Zugriff einschränken? Ja, das könnte sie. Dazu bietet Ocean ein weiteres Feature. Es heißt Fine-Grained Permissions, was so viel heißt wie fein abgestimmte Berechtigung. Damit können Datenherausgeber auf verschiedenen Ebenen präzise festlegen, wer welche Rollen und Rechte auf die Datensätze hat. In unserem Fall könnte Alice gezielt auf Marktplatzebene definieren, wer die Vogeldaten grundsätzlich durchsuchen und anfragen darf, zum Beispiel nur Unternehmen aus der KI-Branche. Auf einer zweiten, also auf einer tieferen Ebene, das ist die Asset-Ebene, könnte jetzt Alice definieren, dass speziell nur dieses Asset, dieses Datensatz, nur Bob kaufen darf. Diese Zugangskontrollen sind übrigens bewusst nicht auf dem Ocean-Marktplatz aktiviert, der ja für alle offen bleiben soll. Ocean als Open-Source-Protokoll möchte vielmehr andere Entwickler und Unternehmen ermutigen, Ocean zu forken, also abzuspalten, und die Ocean-Tools für ihre eigenen Handelsplätze und Apps zu nutzen. Partner wie Mercedes-Benz machen das sogar bereits. Mercedes? Erzähl mir was zu den Partnern von Ocean. Ja, zu den bekannten Kooperationen der Ocean Foundation gehört eine seit 2020 bestehende Partnerschaft mit Mercedes-Benz, genauer gesagt über Excentric. Das ist der dezentrale Enterprise-Datenmarktplatz von Mercedes. Excentric ist technisch betrachtet eine Fork vom Ocean-Marktplatz und nutzt die Smart Contracts und die Bibliotheken von Ocean. Der Ocean-Gründer Bruce Pond sagte dazu 2022: Accentric ist das Ergebnis einer zweijährigen Zusammenarbeit zur Einführung eines auf Ocean-Technologie basierenden Unternehmensdatenmarkt-PLATZes. Wir freuen uns darauf, Mercedes-Benz weiterhin dabei zu unterstützen, ehrgeizige Schritte zu unternehmen, um die Datenwirtschaft anzukurbeln. Auch IBM Watson AI, XPRIZE und Ocean arbeiteten 2017 im Rahmen des IBM Watson AI-Wettbewerbs zusammen, um KI und dezentrale Datenmarktplätze zusammenzuführen. Der XPRIZE-Leiter des Wettbewerbs schien damals beflügelt. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit der Ocean Protocol Foundation. Da wir konkurrierende Teams in ihrem Bestreben unterstützen, KI-Anwendungen zu entwickeln, die mit Menschen zusammenarbeiten und letztendlich der Menschheit zugutekommen, wissen wir, wie wichtig es ist, Daten offen zu halten. Ocean wirkt des Weiteren bei europäischen Forschungsprojekten mit. Für das Gaia X Move ID Projekt hat sich Ocean 2022 mit anderen Web3 Projekten zusammengeschlossen. Die Initiative wird dafür die Ocean Technologie nutzen, um dezentrale digitale Identitäten für den Mobilitätssektor zu erstellen. Mit Move ID legen wir den Grundstein für eine hypervernetzte Mobilitätsinfrastruktur, indem wir selbstverwaltete Gerätidentitäten und dezentralen Datenaustausch nutzen, um hunderte potenzieller Anwendungsfälle zu ermöglichen. 2020 stellte die Deutsche Bundesbank, die Zentralbank Deutschlands, Ocean für Software-Integrationsberatungsdienste ein, um Prototypen für dezentrale Datenbanken zu entwickeln. In der öffentlichen Bekanntmachung stand: BigChain DB mit dem Ocean-Protokoll war das einzige Unternehmen, welches eine technische Lösung anbieten konnte, die sich außerhalb der Konzeptionsphase befand. Ocean wurde 2021 unter Hunderten von Kandidaten als einer der Technologiepioniere vom Weltwirtschaftsforum ausgezeichnet. Die Auszeichnung durch das Weltwirtschaftsforum ist eine Anerkennung dafür, dass wir eine vielversprechende, bahnbrechende Technologie entwickeln, die dazu beitragen kann, den Menschen mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben. Übrigens,
Weitere inspirierende Business-Ideen und Prototypen von Ocean findest du auf der Homepage. Ob der Peer-to-Peer-Handel von E-Books, Kunst oder Musik, das sind nur ein paar wenige Ideen dafür, wie wir zukünftig dezentrale Plattformen nutzen könnten. Um die Entwicklung dieser Anwendungen zu beschleunigen, bietet Ocean bereits erste Open-Source-Vorlagen an. Nochmal zurück zur Technologie. Hat Ocean eine eigene Blockchain? Das Ocean-Protokoll läuft über Ethereum. Und zwar bewusst. Ocean verfolgt eine Multi-Chain-Strategie. Teil des Protokolls sollen langfristig nicht nur auf Ethereum, sondern auch auf anderen EVM-kompatiblen Netzwerken laufen. Das gibt dem Protokoll mehr Reichweite, so der Gedanke. Polygon mit seinem Matic-Token unterstützt seit 2021 einige Komponenten von Ocean, wie den Ocean-Marktplatz, Smart Contracts oder den M-Ocean-Token. Das ist das Pendant von Ocean auf Polygon. Dann ist der Ocean-Token ein ERC-20-Token auf Ethereum? Richtig. Der Ocean-Token ist außerdem auf 1,41 Milliarden Tokens begrenzt. Welchen Nutzen hat der Token für Ocean-Halter? Der Token dient zum einen als Tauschmittel, um Daten auf dem Ocean-Marktplatz zu kaufen und zu verkaufen. Auch für Ocean-Halter setzt das Protokoll Anreize. Denn der Token wird zum Staking auf die Daten verwendet und verleiht dem Nutzer Rechte, in der Community mit abzustimmen. Dazu muss ein Teilnehmer Ocean sperren, um V-Ocean zu erhalten. Mit V-Ocean kann er dann bei der Ocean DAO mit abstimmen oder durch das Locken von Ocean passive Rewards verdienen. Wer seine V-Oceans den Datensätzen mit einem hohen Datenverbrauchsvolumen zuweist, der bekommt zusätzlich aktive Rewards. Bei Ocean heißt das Daten kuratieren. Entsprechende Daten-Farming-Programme und V-Ocean-Staking wurde 2022 eingeführt. Was steht als nächstes an? Das Jahr 2023 steht unter dem Motto Traction. Jetzt sind die Nutzer dran. Drei verschiedene Kernteams konzentrieren sich darauf, für die Entwickler, die Datenwissenschaftler und für die Krypto-Enthusiasten sogenannte Datenwertschöpfungsschleifen voranzutreiben. Krypto-Enthusiasten profitieren besonders von den ersten beiden Punkten in diesem Kreislauf, das siehst du hier eingekreist, indem sie bei den Datenfarming-Programmen und bei V-Ocean mitmachen. Das Potenzial im Datenmarkt ist grundsätzlich gigantisch. Doch ich glaube, Ocean wird vermutlich nicht das einzige Protokoll sein, welches sich Marktanteile am Datenmarkt sichern möchte. Was nicht schlecht ist, denn sonst wäre ja die dezentrale Datenlandschaft wieder nur abhängig von einem Protokoll. Oceans Skalierung ist außerdem auf Ethereum begrenzt und dessen kompatible Netzwerke. Wie das Projekt in den kommenden Jahren performt, hängt auch davon ab, wie sehr die Partner nach der Phase von Testung und Prototypentwicklung weitermachen wollen. Ich persönlich habe durch Ocean eine ungefähre Vorstellung bekommen, was passieren könnte, wenn unsere gesamte Datenwirtschaft auf die Blockchain übertragen werden würde. Stell dir mal vor, Ocean wäre nur ein kleiner öffentlicher Datenmarktplatz von vielen Tausenden. Das Ocean-Protokoll nur ein Protokoll von Tausenden Kompatiblen. Der eine Marktplatz handelt mit öffentlichen Wetterdaten, der andere vielleicht mit zugriffseingeschränkten Forschungsdaten aus der Medizin. Der andere mit Daten über Sportergebnisse oder mit Daten aus der Automobilbranche. Und jeder bestimmt seine eigenen Spielregeln. Wie teuer die Gebühren sind, wie stark die Privatsphäre geschützt werden muss, welche Zahlungsmethoden akzeptiert werden, das kann der Ocean Token sein, muss aber nicht. Das kann auch alles andere sein. Fiatgeld, also Euro, US-Dollar, ETH, Stablecoins und vieles, vieles mehr. Unsere Daten würden über sämtliche Blockchain-Netzwerke laufen, wir wären miteinander vernetzt wie im heutigen Internet. Nur bekommen wir in dieser Vision endlich was für unsere Daten zurück. Wie Ocean twitterte, die meisten unserer Daten sind unterbewertet. Finde ich auch. Es sind sie. Unsere Daten sind mehr wert. Von daher danke an Ocean, das musste mal gesagt werden. Ach ja, die künstliche Intelligenz macht sich auch über unsere Daten her. Vielleicht hast du schon mal mit ChatGPT geschrieben. Die Blockchain-Technologie könnte KI revolutionieren. Wie das gehen könnte, erfährst du in meinem Video zu Krypto und AI. Den Link findest du unten angepinnt. Ansonsten war es das hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleib von Krypto fasziniert und gib dein Wissen weiter. Ich freue mich auf dich. Tschüss. Wer Daten... Der erste... Alice ist Vogelforscherin. Wie Ocean die Datenwelt umkrumpeln will. Mercedes, jetzt kommt die KI-Stimme.